Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren super leichten Platin-Guide, heute mit Ghost Sweeper für die PS4. Das Spiel kostet 5€ und ihr könnt Platin in ungefähr 7 Minuten holen. Wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr euch einen Charakter auswählen und ich empfehle euch da den rechten, weil der mit Feuerbällen schießen kann. Danach wählt ihr den Wald aus und das erste Level. Und das erste, was ihr macht, ist, ihr rennt schnell nach links, holt euch den Schlüssel, sammelt alle diese Münzen ein und rennt dann zur Tür. Dann bekommt ihr schon mal eine Trophäe für das erste Level. Und außerdem schaltet ihr dann noch eine spezielle Quest frei, bei der man einen Geist töten muss. Also startet ihr das Level jetzt neu, dann stellt ihr euch neben den Geist und drückt dann Kreis, wenn er bei euch ist, um ihn zu töten. Mit der Quadrattaste könnt ihr übrigens diese ganzen Blöcke hier projizieren und ihr könnt sie damit auch abbauen. Und jetzt baut ihr euch eine Treppe aus Blöcken, damit ihr da oben an diese Flasche rankommt. Als nächstes warten wir, bis dieser Timer da rechts oben komplett abgelaufen ist, denn wir müssen für eine Trophäe ein Level schaffen, wenn wir keine Zeit mehr haben. Also wartet bis auf 0 und dann springt ihr in die Tür rein. Ihr bekommt außerdem noch eine Trophäe Red Star, weil ihr den Spezialauftrag abgeschlossen habt, bei dem ihr den Geist gekillt habt. Danach startet ihr Level 1 wieder neu und ihr seht links oben eine Mana-Leiste, wo MP drauf steht. Die müsst ihr leer machen, also schießt einfach ein paar Mal mit Kreistaste, bis ihr kein MP mehr habt und ihr bekommt die Trophäe Power. Als nächstes lasst ihr euch einfach von dem Geist töten, weil dann bekommt ihr wieder eine Trophäe. Manchmal kann es sein, dass Trophäen etwas später aufpoppen und nicht direkt, da müsst ihr dann ein bisschen warten. Weiter geht's mit Level 2, dort müsst ihr gar nichts Spezielles beachten. Baut einfach Blöcke, so dass ihr oben an den Schlüssel rankommt und dann springt ihr unten rechts in die Tür rein und beendet das Level somit. In Level 3 gibt's wieder was Spezielles zu beachten. Wir müssen alle Schätze und alle Münzen einsammeln und dann durch die goldene Tür gehen. Also geht hier unten entlang, sammelt diese Flasche und den Kristall und dann baut ihr hier Blöcke, damit ihr an den Schlüssel rankommt. Und anschließend lauft ihr nach links. Mit Quadrat macht ihr dann die Blöcke dort kaputt. Dann springt ihr über die Tür drüber, lauft weiter nach links, geht nach unten, sammelt die Münzen ein, geht wieder hoch und dann durch die goldene Tür. Als nächstes startet ihr Level 3 wieder neu und dann lauft ihr hier in dieses kleine rote Portal rein. Dann schnappt ihr euch auf der anderen Seite den Schlüssel. Benutzt wieder das Portal und geht anschließend durch die andere Tür hier. Und dann habt ihr das Level zum zweiten Mal geschafft und wir schalten auch noch weitere Level frei. In den nächsten zwei Levels muss gar nichts beachtet werden. Zum Beispiel hier in Level 4 müsst ihr euch wieder nur den Schlüssel schnappen und zur Tür laufen, sonst nichts. Und dann geht ihr in Level 5 und dort macht ihr auch wieder das Gleiche. Hier könnt ihr erstmal ins Portal reingehen. Und dann müsst ihr dem Zombie hier folgen, bis ihr an den Schlüssel rankommt. Und dann benutzt ihr wieder dieses Portal und somit kommt ihr dann zur Tür. Und jetzt starten wir Level 6. Dort gibt es auch nichts Spezielles. Ihr müsst hier nach unten gehen und dort ist der Schlüssel versteckt. Und da müsst ihr euch so einen kleinen Umweg hier bauen mit den Blöcken, damit ihr nach oben kommt. Und schließlich beendet ihr das Level wie gewohnt durch die Tür. Level 7 werden wir komplett ignorieren. Wenn ihr dann wieder im Level-Auswahlbildschirm seid, dann müsst ihr die Dreiecktaste drücken, dann kommt ihr auf die Hauptkarte und dort wählt ihr dann den Turm aus und ihr bekommt sofort eine Trophäe für die Dark World. Anschließend drückt ihr die Starttaste, dann kommt ihr in den Shop, dort kauft ihr irgendwas und ihr bekommt eine weitere Trophäe und das war's auch schon, jetzt sollte auch Platin aufpoppen und wir haben das Spiel geschafft.
Ich muss euch noch ganz kurz sagen, dass das Spielen etwas verbuggt ist. Die Trophäe für den Geist töten habe ich zum Beispiel auf der PS5 nicht bekommen. Ich musste das Spiel auf der PS4 dann spielen und dort kam die Trophäe dann sofort. Mit meinem US-Account hat alles wunderbar geklappt, aber mit dem Deutschen war da irgendwie der Wurm drin. Ich hoffe natürlich, dass es bei euch direkt funktioniert und verabschiede mich hiermit auch von euch. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.